Haben Sie schon mal den Ernst einer Lage nicht erkannt und sich gedacht, ach, das wird schon gut gehen, ist doch nicht so schlimm? Und auch Sätze von Ihren Freunden oder von Verwandten gehört, ach, mach dir doch keine Sorgen, das passt schon. Oder kein Problem, kriegen wir hin. Ja, oftmals kriegen wir es hin. Aber manchmal? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Glaubengeschichten. Das Ende der letzten Episode war abrupt. Der Geschichte selber, aber auch unserer Sendung. Dieses Gespräch mit Abraham, dieses Hin und Her, eigentlich von der Seite Abrahams her. Er ist ja derjenige, der Gott hinterfragt und sagt, Gott, bist du denn wirklich gerecht, der sich unsicher darüber wird? Wie ist denn Gott? Und er anfängt zu sagen, weißt du, wenn 50 Gerechte in dieser Stadt sind, du solltest sie nicht zerstören. Und dann geht so Zahl für Zahl, 50, 45, 40, 30, 20. Die Zahl wird immer kleiner, die Abraham so als Angebot Gott gegenüber bringt, damit er die Stadt doch bitte nicht zerstört. Und dann so bei seinem letzten Gebot, der 10, und dem Gott sagt, nee, ich will nicht vernichten um der 10 willen, da hört das Gespräch auf. Der Herr ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Weder die Reaktion Abrahams ist uns übermittelt, noch wie das Gespräch jetzt wirklich ausgeht. Heißt lediglich, Gott hat mit ihm ausgeredet. Und gut, ich gebe es zu, ich bin ein neugieriger Mensch, vielleicht Sie auch. Ich hätte schon gerne gewusst, wie jetzt Abraham reagiert. Hat er sich geärgert, dass er bei 10 stehen geblieben ist, dass er nicht auf 5 runter ist oder auf 2 oder auf eine Person? Also ich an seiner Stelle, ich hätte mich geärgert. Aber auch so wissen wir jetzt nicht genau, ja, was ist jetzt? Sind es 10 in dieser Stadt? Sind es weniger? Wir lesen weiter. 1. Mose, Kapitel 19, Vers 1. Und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom, als Lot gerade im Tor von Sodom saß. Und ich halte mal kurz hier an, denn ich bin schon über zwei Dinge gestolpert, zumindest als ich so für mich gelesen habe. Und die beiden Engel kamen, ja wie Engel, eigentlich waren es doch Männer, oder? Zumindest in der Geschichte davor heißt es, Männer besuchen Abraham, drei Männer. Einer davon wird für uns als Leser, als Gott identifiziert, der dann vor Abraham stehen bleibt und mit ihm spricht. Aber die anderen waren immer die zwei Männer. Und jetzt heißt es, und die beiden Engel kamen an dem Abend nach Sodom. Ja, wir sind schon mal auf das Wort Engel gestoßen. Wir haben festgestellt, eigentlich wissen wir so gut wie nichts über diese Wesen. Aus dem Text könnte man jetzt rückschließen, naja, für Abraham waren sie Männer. Also sie sahen wohl aus wie Menschen. Aber jetzt lässt uns der Autor daran Anteil haben, ja, das waren Engel. Ich nehme es wahr, mache mir jetzt keine großen Bilder daraus, weil ich eben keine Information habe, nehme es aber wahr, in der Tat, es waren nicht keine menschlichen Wesen. Die beiden Engel, sie kommen nach Sodom und Lot taucht auf einmal wieder auf. Den hatten wir das letzte Mal ja sozusagen aus den Augen verloren, als er sich von Abraham getrennt hat. Er hatte sich ja entschieden, in Sodom zu wohnen. Sie erinnern sich, die Herden von Abraham und Lot waren so groß, dass sie nicht mehr zusammen Weiden gefunden haben. Es kam zu einem Streit, zu einer Auseinandersetzung und Abraham sagt, wähl du dir aus, wo möchtest du hin? Und Lot wählt oder entscheidet sich damals, nach Sodom zu gehen und in der Ebene des Jordan zu wohnen. So, Lot taucht auf, er ist in Sodom, er sitzt im Tor, was damals so viel bedeutet, wie der Ort, an dem das gesellschaftliche Leben sich abspielte, in dem Urteile getroffen wurden, Absprachen getroffen wurden, sowas wie ein Rathaus heute. So, da sitzt also Lot. Und als Lot sie sah, Vers 2, nee, immer noch Vers 1, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich mit dem Gesicht zur Erde und er sprach. Ach, meine Herren, kehrt doch ein in das Haus eures Knechtes und übernachtet und wascht eure Füße. Morgen früh mögt ihr dann eures Weges ziehen. Aber sie sagt nein, sondern wir wollen auf dem Platz übernachten. Was so viel ist wie der Marktplatz. Als er jedoch in sie drang, kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus und er machte ihnen ein Mahl, backte ungesäuertes Brot und sie aßen. Jetzt ist die Frage, was sind diese Männer oder jetzt für uns
vom Autor beschrieben, diese Engel für Lot, sind es Männer? Nimmt er sie als Männer wahr, als Menschen oder als übernatürliche Wesen? Auf jeden Fall zeigt er eigentlich ähnliches Verhalten wie der Abraham. Ja? Er sieht Fremde kommen und er bietet diesen Fremden an: Wohnt bei mir, übernachtet bei mir, esst was, ruht euch aus und morgen könnt ihr gerne weiterziehen. Und sie wehren sich. Ich frage mich, warum? Auch das wird uns jetzt nicht vom Autor genauer erwähnt. Sie sagen: Nee, nee, lass mal gut sein, wir bleiben hier auf dem Hauptplatz. Aber nein, er dringt in sie ein, er bedrängt sie: Kommt zu mir. Was sie dann auch tun, sie sind bei ihm, es gibt etwas zu essen und sie übernachten dort. Vers 4. Noch hatten sie sich nicht niedergelegt, da umringten die Männer der Stadt, die Männer von Sodom, das Haus vom Knaben bis zum Greis, das ganze Volk von allen Enden der Stadt. Um das Haus Lots scharen sich jetzt die Menschen von Sodom, die Männer von Sodom. Und es wird extra erwähnt, klein und groß, das ganze Volk von allen Enden der Stadt kommen sie dahin. Ist es, weil sie die Fremden sehen wollen, begrüßen wollen? Vers 5. Und sie riefen nach Lot und sagten zu ihm: Wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Hat sich offenbar rumgesprochen. Fremde sind da. Sie übernachten bei Lot. Führe sie zu uns heraus, dass wir sie erkennen. Dass sie sie kennenlernen? Dass sie verstehen, wer sie sind? Führe sie zu uns heraus, bring sie nach draußen. Wir wollen diese Männer erkennen. Vers 6. Da trat Lot zu ihnen hinaus an den Eingang. Er kommt also wohl raus, wie Mark es ausgesehen hat. Ein Tor war es zu, durch die Tür. Er tritt zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss hinter sich die Tür zu. Und er sagt: Tut doch nichts Böses, meine Brüder. Böses? Wie Böses? Wollen doch nur die Leute erkennen. Tut doch nichts Böses, meine Brüder. Seht doch, ich habe zwei Töchter, die keinen Mann erkannt haben. Die will ich zu euch hinausbringen. Tut ihnen, wie es gut ist in euren Augen. Nur diesen Männern tut nichts, da sie nun einmal unter den Schatten meines Daches gekommen sind. Aber sie sagten: Zurück da. Und sie sagten: Da ist einer allein gekommen, sich als Fremder hier aufzuhalten und will sich schon als Richter aufspielen? Nun, wir wollen dir Schlimmeres antun als jenen. Und sie drangen hart auf den Mann ein, auf Lot, und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Also mit dieser Entwicklung hatte ich jetzt in der Geschichte nicht gerechnet. Ich dachte, die Leute kommen zusammen, es sind Fremde da, man will mit ihnen reden, aber irgendwie scheint Lot etwas zu ahnen oder es anders zu verstehen, als ich es bei meinem ersten Lesen verstanden habe. Denn er sagt: Tut doch nichts Böses. Das heißt, die wollen wohl nicht einfach nur die Menschen kennenlernen. Und dann, und das jetzt macht er für mich wirklich etwas sehr wundersam. Ich denke mir: Hallo Lot, hast du noch alle Tassen im Schrank? Wie, Moment mal, also er sagt: Nehmt meine Töchter. Die haben noch keinen Mann erkannt und wir merken, dass dieses Erkennen jetzt eine andere Ebene hat als nur das persönliche sich kennenlernen. Sondern das Ganze eine physische, eine körperliche, eine sexuelle Ebene auch hat. Die haben noch niemanden erkannt. Die will ich zu euch hinausbringen. Und ich denke mir: Spinnst du? Das geht doch nicht. Du kannst doch jetzt nicht irgendwelchen verrückten Leuten deine Töchter geben. Was machst du denn hier? Tut ihnen, wie es gut ist in euren Augen. Nur diesen Männern tut nichts. Ja, wie? Jetzt Gastfreundschaft in aller Ehren, aber es geht sie wirklich so weit? Er sagt: Tut den Männern nichts, denn da sie nun einmal unter den Schatten meines Daches gekommen sind, das heißt unter meinem Schutz, ich bin jetzt irgendwie für sie verantwortlich, ich kann sie doch hier nicht rausgeben. Oder ist Lot, habe ich mir gedacht, oder ist das so ein Schlitzohr? Er denkt sich: Naja, also Interesse haben sie eh nicht an Frauen, sondern sie wollen diese Männer. Also kann ich vielleicht ein bisschen Zeit gewinnen, so tun, als würde ich bereit, irgendwelche Opfer zu bringen. Aber dennoch, also. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich ist es unverständlich, was jetzt Lot hier macht. Ist er gestresst? Hat er keinen Ausweg und kommt mit einem irrationalen Vorschlag? Man gibt doch nicht an so eine Meute seine Familienmitglieder oder seine Töchter. Aber ich gehe mal diesen positiven Weg und denke mir, er hat schon gewusst, dass Sie auf das Angebot nicht eingehen. Ich habe mich entschieden jetzt für diese Möglichkeit.
oder diese Möglichkeit gedanklich zu verfolgen. Aber das spielt eigentlich für die Männer letztendlich keine Rolle, sondern sie sagen, zurück da, sie wollen die Tür aufbrechen, sie bedrängen ihn. Und jetzt kommt aber ein interessantes Wort, eines, das wir schon in der vorigen Episode gehört haben, nämlich das Wort Rechter. Sie erinnern sich womöglich, dass Abraham in 1. Mose Kapitel 18 und dort in Vers 25 Gott die Frage stellt, sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Das heißt, er fragt Gott, bist du denn wirklich gerecht? Und jetzt stellen die Fremden, die Einheimischen von Sodom, also die Alteingesessenen, würde man wahrscheinlich heute sagen, dem Zugereisten, also dem Fremden, dem Ausländer, die Frage, Moment mal, willst du dich denn hier als Richter bei uns aufspielen, alleine hergekommen und jetzt schon die Entscheidungen übernehmen? Ja, als Bild noch, dass er durchaus aber jemand war, der in der Stadt schon angesehen war. Er saß im Tor, also er war sicherlich eingebettet, aber dann in dieser Stadt oder in diesem Kontext eingebettet. Aber in dieser Situation, wo es sich zuspitzt, sagen sie, wer ist denn hier der Richter? Bist du der Richter über uns? Wir machen, was wir wollen. Wollen ihn zur Seite schieben und die Tür aufbrechen. Vers 10, da steckten die Männer ihre Hand aus und brachten Lot zu sich herein in das Haus. Und die Tür verschlossen sie. Die Männer aber, die am Eingang des Hauses waren, schlugen sie mit Blindheit. Vom Kleinsten bis zum Größten, so dass sie sich vergeblich mühten, den Eingang zu finden. Jetzt geschieht etwas Übernatürliches. Lot, der es versucht, der irgendwie eine Lösung herbeiführen will, der sich vielleicht auch gedacht hat, das ist nicht so schlimm, das kriege ich schon hin. Aber irgendwie gerät die Situation aus der Kontrolle. Die Männer ziehen ihn rein. Blindheit und vom Kleinsten bis zum Größten, wieder wird erwähnt, eigentlich sind dort alle. Eigentlich sind dort alle gerade dabei, sich dem Bösen hinzugeben. Sie ziehen ihn zurück, Blindheit, und sie finden diesen Eingang nicht. Erstmal kommt die Situation zur Ruhe. Und die Männer sagten zu Lot: Hast du hier noch jemanden? Interessant auch, dass über das, was gerade draußen passiert, nicht gesprochen wird. Oder wahrscheinlich wurde gesprochen, aber der Autor lässt uns an diesem Gespräch nicht Anteil haben, sondern es kommt zu einer neuen Szene. Hast du hier noch jemanden? Einen Schwiegersohn? Und deine Söhne und deine Töchter? Oder einen, der sonst noch in der Stadt zu dir gehört. Das heißt, diese Männer fragen, ey, ist irgendjemand da in der Stadt, der einer, wie soll ich sagen, der gut zu dir steht oder zu dem du gut stehst? Führe sie hinaus aus diesem Ort. Und jetzt wird es deutlicher werden. Es geht um Zerstörung wohl. Das, was wir ganz am Anfang als Lot, was uns der Autor ganz am Anfang als Lot sich für Sodom entscheidet, schon so durchblitzen lässt. Nur in einem Satz, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte, Sie erinnern sich in 1. Mose 13 und dort ab Vers 10. Lot blickt hinab, er sieht diese Ebene und dann entscheidet er sich, da zu wohnen. Und der Autor sagt uns schon, es wird irgendwann ein Zeitpunkt kommen, wo die Zerstörung kommt. Und dieser Zeitpunkt scheint gekommen zu sein, denn diese Männer sagen zu ihm, führe sie hinaus aus diesem Ort. Ja, übrigens, jetzt heißt es wieder Männer, nicht Engel. Und die Männer sagten zu Lot, wahrscheinlich nimmt Lot sie als Männer wahr, obwohl durch diese Sache mit der Blindheit wird er auch schon gemerkt haben, okay, hier handelt es sich um mehr als nur um Männer. Vers 13, denn wir werden diesen Ort vernichten. Da wird es jetzt ausgesprochen. Wir werden diesen Ort vernichten, weil das Geschrei über sie groß geworden ist vor dem Herrn. Und der Herr hat uns gesandt, die Stadt zu vernichten. An diesem Punkt habe ich mir gedacht, vielleicht kommt in einem oder dem anderen, aber auch in mir kam so die Frage hoch, ja Gott, du kannst doch die Stadt nicht vernichten. Und dann hörte ich mich so reden, wie Abraham geredet hat. Du kannst doch nicht einfach eine Stadt vernichten. Was ist mit den Menschen, die dort leben? Ist das denn gerecht? Aber als ich so diesen Text las, traten auf einmal andere Menschen vor meinem inneren Auge, nämlich die, die klagen. Hier heißt es in Vers 13, weil das Geschrei über sie, also über diese Stadt, groß geworden ist vor dem Herrn. Was ist denn mit diesen Menschen? Und dann wurde mir so bewusst, eigentlich sind die, die leiden an Dingen, oftmals gar nicht so sichtbar wie diejenigen, an denen gelitten wird, oder wie die Täter.
Die Opfer sind wohl im Allgemeinen unsichtbarer als die Täter. Und wenn dann die Täter zur Rechenschaft gezogen werden, dann kann es durchaus passieren, dass es heißt, ja, aber das geht doch nicht, das ist doch nicht richtig. Das ist doch unfair, das kann man doch nicht machen. Aber wer sind denn diese Menschen? Ja, weil das Geschrei über sie groß geworden ist. Irgendwann ist das, nimmt, wenn das Böse überhand nimmt, dann gibt es einen Punkt X, wo es nicht mehr weitergeht. Vers 14, da ging Lot hinaus und redete zu seinen Schwiegersöhnen. Das heißt, in der Tat, er hat Töchter und diese Töchter sollten wohl Schwiegersöhne haben, die seine Töchter nehmen sollten und sagte, macht euch auf, geht aus diesem Ort, denn der Herr wird die Stadt vernichten. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der Scherz treibt. Erkennen Sie die Lage nicht? Erkennen Sie den Ernst der Lage nicht? Denken Sie, das passt schon, das wird schon werden? Bist ein Komiker? Ja, die Vernichtung der Stadt. Wie einer, der Scherz treibt. Vers 15, und sobald die Morgenröte aufging, drängten die Engel, jetzt sind es wieder Engel und nicht mehr Männer, drängten die Engel Lot zur Eile und sagten, mach dich auf. Nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht weggerafft wirst durch die Schuld der Stadt. Als er aber zögerte, ergriffen die Männer seine Hand und die Hand seiner Frau und die Hand seiner beiden Töchter, weil der Herr ihn verschonen wollte, und führten ihn hinaus und ließen ihn außerhalb der Stadt. Und ich habe mich gefragt, Lot, erkennst du den Ernst der Lage nicht? Ich meine, als es so auf den Morgen zugeht, ist es so, dass die Engel ihm sagen, mach los, geh. Und er zögert. Wahrscheinlich seine Frau und seine Töchter auch, sie zögern. Natürlich kann man sagen, ist doch klar, dass sie zögern. Was hätte ich denn gemacht oder was hätten sie denn gemacht? Hätten sie nicht gezögert? Männer tauchen auf und sagen, die Stadt wird vernichtet werden. Würden sie ausziehen? Würden sie, wenn Männer zu ihnen kämen, und sagen würden, und sie erkennen würden, ja, okay, es sind schon nicht wirklich Männer, es sind andere Wesen. Wenn sie aber sagen würden, jetzt raus aus der Stadt, würden sie gehen, würden sie alles liegen lassen, ihre Fotos, ihre Andenken, ihre Möbel, ihre Lieblingsvase aus dem 16. Jahrhundert, ein Geschenk von den Urgroßeltern. Würden Sie all das liegen und stehen lassen und gehen, nur weil Leute reden? Klar zögern Sie. Und wahrscheinlich haben auch die Schwiegersöhne das ihre dazu beigetragen. Sie hat jetzt, also Schwiegervater, das ist doch jetzt wirklich, das wird schon werden. Das, ja, okay. Sieht nicht so gut aus, aber nur weil irgendwelche Leute da sind, die sagen, das Ganze wird zu einem Ende kommen, das ist doch, ja, es gab immer Verrückte. Sind halt zwei Verrückte. Sind halt jetzt gerade bei dir. Schau, dass sie morgen früh wegkommen und dann geht das normale Leben wieder weiter. Klar, einerseits denke ich mir, natürlich zögert er. Aber andererseits denke ich mir auch, ist es nicht möglich, den Ernst der Lage doch zu erkennen? Mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht weggerafft wirst durch die Schuld der Stadt. Da wird es nochmal erwähnt, da ist Schuld da. Sie führen ihn hinaus und ließen ihn außerhalb der Stadt. Und als ich das so las, dachte ich an Abraham in der Episode zuvor, der ja so Angst davor hat, dass Gott wohl nicht gerecht ist und Gerechte wie Ungerechte behandelt. Sie erinnern sich, Kapitel 18, Ab Vers 23, da sagt Abraham, vielleicht sind es 50 Gerechte innerhalb der Stadt, willst du sie denn wegrafen und dem Ort nicht vergeben? Vers 25, fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, sodass der Ungerechte wäre wie der Gerechte. Das heißt, Abraham sagt, Gott, das geht doch nicht. Und als ich das so sehe, merke ich, Abraham, wenn du nur sehen könntest, nicht nur, dass Gott versucht, alles, um jeden zu retten, der möglich ist. Sondern er nimmt sogar die Leute bei der Hand und führt sie raus. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Gott behandelt nicht den Gerechten wie den Ungerechten oder den Ungerechten wie den Gerechten.
das ist nicht sein Weg. Sondern nein, und das finde ich so faszinierend hier, Gott versucht ja wirklich jeden mitzunehmen, der mitgenommen werden will. Deswegen sagt er zu Lot, hast du irgendeinen Einfluss auf Menschen hier in der Stadt, Menschen, die dir vertrauen, die auf dein Wort hören? Geh hin, sprich mit ihnen, nimm sie mit. Es ist soweit. Er versucht wirklich, jeden mitzunehmen, der mitgehen will. Und dann sogar die Leute fast zu schubsen und mitzunehmen und rauszuführen und sagen, geht, geht, denn die Vernichtung kommt. Vers 17, und es geschah, als sie ins Freie hinaus, als sie sie ins Freie hinausgeführt hatten, da sprach er, rette dich, es geht um dein Leben. Da wird es nochmal formuliert, es ist ernst. Es geht jetzt hier nicht darum, ob du irgendeine Sendung im Fernsehen verpasst. Oder ob es jetzt eine Eissorte noch gibt oder nicht beim Lieblingsitaliener um die Ecke. Rette dich, es geht um dein Leben. Sieh nicht hinter dich und bleib nicht stehen in der ganzen Ebene des Jordan. Rette dich auf das Gebirge, damit du nicht weggerafft wirst. Da sagte Lot zu ihnen, ach, nein, Herr. Siehe doch, dein Knecht hat Gunst gefunden in deinen Augen und du hast deine Gnade, die du an mir erwiesen hast, groß gemacht, meine Seele am Leben zu erhalten. Aber ich kann mich nicht auf das Gebirge retten. Es könnte mich doch dort Unheil ereilen, sodass ich sterbe. Siehe doch, diese Stadt da ist nahe. Dahin zu fliehen, sie ist ja nur klein. Ich könnte mich doch dahin retten. Ist sie nicht klein? Damit meine Seele am Leben bleibt. Vers 21, da sprach er zu ihm, siehe, auch darin habe ich Rücksicht auf dich genommen, dass ich die Stadt nicht umkehre, von der du geredet hast. Schnell rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du dorthin gekommen bist. Daher, fügt noch der Autor hinzu, nennt man diese Stadt Zoar, was so viel heißt wie gering oder klein, also diese kleine Stadt. Ich weiß nicht, was für ein Bild jetzt vor ihrem inneren Auge so entsteht, aber diese Engel sagen ihm, rette dich, es geht um dein Leben, auf ins Gebirge. Und Lot fängt an zu diskutieren. Also, Lot, erkennst du den Ernst der Lage nicht? Und er sagt, ja, wenn ich ins Gebirge gehe, dann könnte es vielleicht sein, dass ich sterbe. Und eigentlich, gut, so als Leser ist es ja immer bequem, so mitzufiebern und dann sich seine eigenen Gedanken zu machen. Wir stecken ja nicht drin in der Geschichte, aber man könnte sagen, hey, es geht gerade um dein Leben. Wenn du noch weiter redest, könnte es sein, dass du jetzt hier stirbst und nicht im Gebirge. Aber nein, er fängt an zu sagen, ach, weißt du, vielleicht diese kleine Stadt, dort könnte ich nicht dorthin gehen. Ach, vielleicht ist es da besser. Wenn fast versucht zu sagen, hast du Angst vorm Campen oder was ist eigentlich los mit dir, Lohn? Schläfst du nicht gerne auf harten Böden? Brauchst du ein weiches Bett? Aber es ist unfassbar. Diese Männer sagen, siehe, auch darin habe ich Rücksicht auf dich genommen. Und ich denke so an Abrahams Worte oder an Abrahams Unsicherheit, dass Gott wohl ungerecht sei. Nein, Gott ist nicht ungerecht. Gott versucht jeden zu retten, den er retten kann. Gott nimmt Rücksicht auf Menschen. Er nimmt Rücksicht auf Lot und seine Familie und sagt, okay, gut, dann geh in diese kleine Stadt und diese wird verschont. Diese kleine Stadt, wissen nicht genau, wie groß sie war, diese kleine Stadt wird dann um seinetwillen dann verschont. Vers 23, die Sonne ging über der Erde auf, als Lot nach Zoar kam. Da ließ der Herr auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel und kehrte diese Städte um. Und die ganze Ebene des Jordan und alle Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdbodens. Die Sonne geht auf. Lot und seine Familie, sie kommen nach Zoar. Und jetzt wird es spannend. Jetzt kommt Schwefel und Feuer. Es regnet Schwefel und Feuer. Interessant, dass hier auf einmal zwei Herren, also wie Gott irgendwie auf ein Gott oder ein Herr ist im Himmel und ein Herr ist auf der Erde und der eine vom Himmel lässt eben Schwefel und Feuer regnen.
auf der Erde, da ist so wie so ein Gespräch. Also auf einmal ist so der Vers 24, da ließ der Herr auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel. Und diese Städte werden umgekehrt, sie werden so umgedreht. Alle Bewohner der Städte und das Gewächs, alles wird umgekehrt. Und die Städte werden vernichtet. Aber seine Frau sah hinter sich um, da wurde sie zu einer Salzsäule. Die Frau Lots dreht sich um und sie haben eigentlich ja vom Engel gesagt bekommen, eben sieh nicht hinter dich und bleib nicht stehen in der ganzen Ebene. Und das ist das, was sie jetzt tut. Sie sieht sich nach hinten um und dann wird sie zu einer Salzsäule, auch eigentlich eine wundersame Sache. Sowas passiert ja nicht jeden Tag. Und sie ist auch eine, die dann an diesem Ort stirbt. Ich weiß nicht, wie Sie das deuten oder was Sie daraus machen, dass sie in dieser Weise stirbt. Ich habe es für mich so erklärt, eigentlich wollten die Engel sie davor bewahren, Bilder mitzunehmen, Dinge im Kopf mitzunehmen, das zu sehen, was da geschieht und aber auch dadurch zum Ausdruck zu bringen, wir haben uns entschieden, wir schauen nicht zurück, wir blicken nicht zurück, metaphorisch, aber auch wirklich physisch. Sie zu schützen, vielleicht ihr Leben lang mit diesen Bildern zu kämpfen, was da eigentlich geschieht. Oder mit der Trauer, oh nein, wären wir oder hätten wir und so weiter. Und indem sie das macht, entscheidet sie sich dafür, doch Teil dieser Zerstörung zu werden. Vers 27. Und Abraham machte sich früh am Morgen auf an den Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte, oder umgekehrt, wo der Herr vor ihm gestanden hatte. Und er blickte hinab auf die Fläche von Sodom und Gomorra und auf die ganze Fläche des Landes in der Ebene des Jordan und sah, und siehe, Rauch stieg auf vom Land wie Rauch eines Schmelzofens. An diesem Morgen, wahrscheinlich ganz in der Früh, von all dem, was wir jetzt ja gelesen haben, weiß Abraham nichts. Sein Gespräch endet mit Gott. Gott geht weg, er kehrt zu seinen Zelten zurück. Und er schläft, ihn verbringt die Nacht wahrscheinlich unruhig. In der Früh steht er auf, geht zu derselben Stelle, blickt da hinab und nichts ist mehr vom Garten Eden. Nichts ist mehr von diesem fruchtbaren, bewässerten Land. Sondern Rauch steigt auf, dunkel, wie der Rauch eines Schmelzofens. Und ich würde so gern wissen, was wohl da seine Gedanken gewesen sind. Enttäuschung, Hoffnung? Was ist mit Lot und seiner Familie? Stellen Sie sich vor, Gott hätte nicht mit Abraham geredet darüber, was er machen will. Er hätte ihn an seinen Gedanken und an seinem Vorhaben nicht teilhaben lassen. Was hätte denn dann Abraham von Gott gedacht? Denn das ist die Frage, die eigentlich hier ein Stück weit ausgeblendet ist, weil wir so mitgenommen wurden in diese Geschichte von Lot und seiner Familie und von der Zerstörung. Aber eigentlich geht es doch darum, ist Gott gerecht oder nicht? Ist Gott gut oder nicht? Und diese Frage, die in Abraham entstand, die entsteht ja in jedem einzelnen Menschen. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Kapitel 18, Vers 25. Ist Gott denn gerecht? Hat es meine Familie geschafft? Hat sie es geschafft? Vers 29. Und es geschah, als Gott die Städte der Ebene des Jordan vernichtete, da dachte Gott an Abraham und geleitete Lot mitten aus der Umkehrung, als er die Städte umkehrte, in denen Lot gewohnt hatte. Das heißt, und das ist jetzt die Frage, ja, das, was Abraham wahrscheinlich für Lot oder für diese Menschen getan hat, nämlich sich für sie einzusetzen, doch mit Gott darum zu ringen, auch wenn er ein falsches Bild von Gott hatte. Das scheint nicht umsonst gewesen zu sein, denn Gott denkt an Abraham und geleitet Lot mitten aus der Umkehrung. Das heißt, Gott versucht hier alle mitzunehmen, einerseits den Abraham und einerseits den Lot. Jeden zu retten, den er retten kann. Wir halten die Geschichte an dieser Stelle an und werden in der nächsten Episode Lot oder mit Lot mitgehen und schauen, was aus ihm geworden ist. Ich lade Sie ein, wieder dabei zu sein bei Glaubengeschichten hier auf dem Hope Channel. Ich freue mich auf Sie.